Die Arbeit der Beschäftigten bei der Post ist für uns alle unverzichtbar. Sie stellen bei Wind und Wetter Briefe zu, liefern Päckchen aus, tragen schwere Pakete und laufen tagtäglich zig Stockwerke hoch und runter. Sie gehörten zu den Corona-Helden, aber bekommen oft nur befristete Verträge, sind überlastet und zu schlecht bezahlt. Und das ist nicht hinnehmbar, und deswegen unsere Unterstützung gilt den über 30.000 Postbeschäftigten, die am Montag in Berlin demonstriert haben. Nun soll das Postgesetz geändert werden, aber eben nicht zum Guten. Zukünftig sollen Briefe bis zu 3 Tagen brauchen dürfen, um ihr Ziel zu erreichen. Und damit würde die Post Milliarden sparen, und Verdi befürchtet einen massiven Stellenabbau von bis zu 10.000 Stellen. Und damit soll die Zuverlässigkeit der Zustellung erhöht werden. Wie passt denn das zusammen? Stellenabbau und Erhöhung der Zuverlässigkeit? Meine Damen und Herren, die Privatisierung der Post war ein schwerer Fehler. Der Wettbewerb wird auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Immer mehr Pakete, immer mehr Briefe in kürzerer Zeit, immer mehr Beschwerden von Kundinnen und Kunden. Beim letzten Poststreik erzählten mir Zustellerinnen, die schon lange dabei sind, dass die Zustellgebiete immer größer und größer wurden, obwohl sie in einigen Häusern in jedes einzelne Stockwerk laufen müssen, weil es dort keine Briefkastenanlagen am Hauseingang gibt. Postzustellung, meine Damen und Herren, das ist für uns kein Geschäft, mit dem man möglichst hohe Renditen erzielt. Die Post ist öffentliche Daseinsvorsorge. Und andere Länder stecken Milliarden in ihre Post, Deutschland nicht. Dabei geht es doch um Kommunikation, und zwar gerade um die zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern. Denn gerade in Deutschland, wo es mit einer extrem schleppenden Digitalisierung zu tun haben, gerade bei den Behörden, dafür ist übrigens die Bundesregierung mitverantwortlich, sind doch viele Vorgänge von Rechts wegen immer noch nur auf gedrucktem Papier zu erledigen. Das heißt, viele Menschen sind auf Postzustellungen angewiesen. Bescheide sind oft nur dann wirksam, wenn sie mit der Post in Papierform erhalten werden. Und dann sagt diese Bundesregierung, die die Digitalisierung der Behörden nicht gerade vorantreibt, um es mal vorsichtig zu sagen, aber auf eine tägliche Zustellung könne man getrost verzichten. Das passt doch nicht zusammen. Auf Bescheide für Arbeitslosengeld, Wohngeld oder Kitaplatz, da kann man doch nicht sagen, könnt ihr ruhig mal länger warten. Und was am Ende dabei rauskommt, das kennen wir doch von den Internet-Versandhändlern. Wer tiefer in die Tasche greift, der bekommt seine bestellten Artikel dann eben schneller zugesandt. Letztlich ist es eine Zweiklassenlogistik, die sich dann auch in weiten Teilen der Briefzustellung breitmachen wird. Wer es sich leisten kann, das sind Briefe und Pakete, sind halt schneller unterwegs, und für den Rest der Gesellschaft dauert es halt dann ein bisschen. Aus dem Universaldienst der täglichen Zustellung macht die Bundesregierung, wenn es so kommt, ein Premium-Produkt, damit sich die Vorstände und Aktionäre der Deutschen Post die Taschen voller und noch voller machen können. Dabei hat die Post, um das noch mal sehr deutlich zu sagen, in den letzten Jahren Rekordgewinne eingefahren. Und sie fällt mit der unfairen Bezahlung ihrer Beschäftigten besonders negativ auf. Die Vorstände der DAX 30-Konzerne verdienen nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung 2017 mehr als das 70-fache ihrer Beschäftigten. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, das ist schlimm genug, aber Postchef Appelt, der ehemalige Postchef Appelt, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Sein Gehalt war nämlich 230 Mal so hoch wie das seiner Beschäftigten im Durchschnitt. Statt also die tagtägliche Briefzustellung zu streichen, könnte man doch einfach dem Postvorstand nur noch Montagsgehälter zahlen. Damit würde er immer noch 30 Mal so viel bekommen wie der Durchschnitt seiner Beschäftigten. Das würde doch locker reichen, meine Damen und Herren. 15% der Postbeschäftigten haben befristete Verträge. Doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Bei einem Unternehmen, das mal ein Staatsunternehmen war und immer noch zum Teil in Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Und wer mal länger krank ist, der bekommt dann keine Verlängerung. Deswegen sagen wir, die sachgrundlose Befristung muss endlich abgeschafft werden, damit sich nicht Menschen von Vertrag zu Vertrag hangeln müssen und in Unsicherheit leben. Auch aufgrund solcher Ungerechtigkeiten ist die Privatisierung der Post ein schwerer Fehler gewesen. Die Post muss ein Unternehmen der Daseinsvorsorge, ein Unternehmen in der öffentlichen Hand sein.
Die Bundesregierung hätte aber die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf solche Exzesse, weil sie ist nach wie vor der größte Einzelaktionär der Post, ist die Bundesrepublik Deutschland mit 21%. Aber die Ampel sorgt für noch mehr Druck bei den Arbeitsbedingungen der Zustellerinnen und Zusteller, und das kommt aus einem grün geführten Wirtschaftsministerium, meine Damen und Herren. Das alles ist keine Wertschätzung für die Postlerinnen und Postler. Das erwarten Sie aber zu Recht von der Politik, und das erwarten Sie auch von uns als Kundinnen und Kunden der Post. Wir unterstützen die Forderungen von Verdi. Dumpinglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen müssen bekämpft werden. Der Schindluder mit tausenden Subunternehmen, um den Kündigungsschutz zu unterlaufen, muss verboten werden. Das sollten Sie ins Postgesetz schreiben, Herr Habeck. Vielen Dank.